Willkommen zurück zu Far Cry New Dawn und auf geht's, diesen Stützpunkt einzunehmen. So, wo sind die Gegner? Da oben ist ein Gegner. Was auch immer da explodiert ist. Ja, wer war das denn bloß, ne? Keine Sorge, ihr findet mich bestimmt einfach. Ah, nicht getroffen. Zack! Oh fuck, ich habe keine Heilung. Schlechte Idee. Verstärkung ist unterwegs. Ja, geil. Audio mal kurz 1, 2. So. Frage ist nur, von wo die kommen jetzt. So, erhöhte Position ist immer gut. Wir sind da jetzt so weit hinten. Da treffe ich nicht mit dem Sägeblattwerfer. Zack, zack, zack. Erfolgfrei geschaltet. Gesegnet. Was für ein geiles Wortspiel, Alter. Hab euch alle platt gemacht. Easy. Wir springen. Nice. Ja, gut. Gibt es denn noch was in der Nähe? Noch ein Stützpunkt? Eher wenig. Da vorne sind noch 2 Stück. Ich will jetzt erstmal nach Prosperity zurück. Und möchte da mal hier Story vorantreiben. Du, 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 du. Sir. Das bin ich. Na komm, doch 30. Wird schon passen. Werkbank da vorne. Verbessern. Nice. Komm rüber. Wir fangen gerade erst an.
Greif zu, solange es heiß ist. Was so gut riecht, ist schnell weg. Ich nehme das mal als Kompliment. Mom hielt es für eine gute Idee, ein Essen für alle zu veranstalten, für die Moral. Ich schätze, das funktioniert. Wir brauchen alle eine kleine Auszeit. Alle außer ihr, sie macht nie Pause. Erwarte nicht, dass sich das ändert. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so viele Gäste hatte. Vielleicht, als ich der ganzen Stadt erzählt habe, dass ich mit dir schwanger bin. Mom. Oh, alle haben sich so für Dad und mich gefreut. Es ist nicht perfekt und noch lange nicht fertig, aber es ist schön, etwas zu haben, worüber man sich freuen kann. Darauf trinke ich. Ohne dich gäbe es das alles hier gar nicht. Und jetzt hol dir einen Drink. Hast du dir verdient. Was zum Teufel? Sie sind da. Wir müssen die Kinder reinbringen. Komm! Okay, ich habe keine Ahnung, was abgeht, aber es sieht nicht gut aus. Kindern keine Angst machen. Kamina. Oh, Kinder entführen. Das ist nicht geil. Tut mir leid. Ich kann es einfach nicht leiden, wenn man Kinder anlügt. Warum macht ihr das? Wegen deines Helden hier. Vor dir lief ja alles bestens. Aber du. Du bist ein beschissenes Problem. Du stiehlst und bringst alles aus dem Gleichgewicht. Wir sollten sie einfach umlegen. Nein. Mhm. Probier's doch, wenn du es dich traust. Wir wollen nur allen klar machen, dass deine Hilfe in Wahrheit ein Fluch ist. Jede Person, der du hilfst, jedes Kind, das du inspirierst, jede Siedlung, die du baust, nehmen wir dir weg. Und wenn du nichts mehr hast, kommen wir zu dir. Nicht fallen lassen. Hat die gerade dem Kind eine Granate in die Hand gedrückt? What the fuck? Und schwach aussehen. Macht ja nicht gleich Bumm. Die Granate dürfte doch gleich explodieren. Wir nehmen dir alles, was du liebst. Zuerst dein Zuhause. Und was wir nicht nehmen können, zerstören wir. Was ist mit der Granate? Hier werden wir zurückkommen. Alter, werf die scheiß Granate weg. Klar, warum? Der Stift wird gezogen, aber die explodiert da irgendwie 2-3 Minuten lang nicht. Ist klar. Cap, hier drüben. Wäre das reinste Wunder, wenn wir das. Carmina hat mir alles erzählt. Auf keinen Fall werden die Highwaymen sich einfach nehmen, was wir aufgebaut haben. Jetzt werden sie mit allem, was sie haben, zurückkommen. Gut, wir sorgen dafür, dass sie es bereuen. Wir haben nicht viel Zeit, um uns entsprechend vorzubereiten. Deswegen müssen wir ganz genau wissen, wann diese Mistkerle kommen. Ich habe einen Späher vorgeschickt. Beim kleinsten Anzeichen von Ärger werden wir gewarnt. Das sollte uns genug Zeit verschaffen. Ich würde mich besser fühlen, wenn du mal nach ihm siehst, Captain. Sorg dafür, dass er bereit ist. Wir können uns keine Fehler leisten. Wenn diese Mauern fallen, war's das für uns. Alles klar. Verzwickt, aber es ist schön, bei einer so zähen Gruppe zu sein. Wenn ich sage nett, du hast einen echten Schatz großgezogen, Kim. Wo ist die Waffenbank? Ja. Weil aktuell will ich dann doch lieber das SMG haben. Bingo. Okay. Die Insassen sind alle gesperrt. Ich bin so froh, dass du in unser kleines Tal gekommen bist. So. Da vorne hin, okay.
Sind ja nur 420 Meter. Easy. Easy per Fuß sogar, theoretisch. Autsch. Doop de doo. Meins. Und meins. Doop de doo doo doo. Ich bin ein mieses Schwein, Alter. Uhuhu. So. Was macht denn der liebe Speer? Bisher ist alles ruhig, aber sie könnten jeden Moment auftauchen. Und sag genau, jetzt kommen die. Alle rechtzeitig warnen kann, wenn die Highwaymen kommen. Wir können uns nicht leisten, die... Scheiße, das sind sie. Geh zurück zu den anderen. Los! War ja klar. Jo, da kommen die. Juhu! Nee, nee, nee. Komm schon. Schneller! Gib Gummi! Na, wer will, wer hat noch nicht, wer will noch mehr? Will ich auch hoffen, Alter. Ich will hier gemetzelt haben. Ja, ja. Kommt dann noch einer jetzt? Da hinten ist einer. Bam, bam, bam. Ja, komm. Bingo. Ein bisschen.
bisschen vorsichtiger, ja? Du. Na, wo kommen die nächsten? Oh, machst du jetzt Pum? Nein. Vorsicht, die benutzen die Rampen an den Trucks, um hochzuklettern. Hier klettert aber gerade irgendwie keiner hoch. Just saying. Da kommt ein Truck von Westen. Ach, da ist der Typ mit der Shotgun. Oh ne, bitte kein Sprengstoff. Hab dich. Ah, das SMG ist schon geil. Da liegt ja eine Bombe, oder was? Am Arsch. Nicht mit mir, Junge. Ja, komm. Wo bleibt denn hier die Armee, hä? Du. Genau da unten. Aufgepasst, da kommt ein Hubschrauber. Hubschrauber wo? Wie hole ich denn den am besten runter? Hey, Augen nach oben. Die kommen mit Fallschirmen. Tja, da war anscheinend nicht geklappt für die, ne? So, ein bisschen Muni nachfüllen. So. Not even close. Gut, was sie dafür gerade erst die Stadt abgequält haben, ja? Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben viele Leute verloren. Den Verletzten geht es schlecht. Wenn die Zwillinge zurückkommen, war es das. Es ist niemand mehr übrig. Was ist mit dieser Gruppe im Norden? New Eden? Moment, soll das ein Witz sein?
Ich habe sie in Aktion gesehen. Sie griffen das Lager an, in dem ich festgehalten wurde. Nur zu zweit. Die haben absurd viele Kugeln eingesteckt und verschwanden dann im Wald. Die Highwaymen nennen sie Geister, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Das klingt doch mal nach was für mich, ja. Wir brauchen sie. Ist dir bewusst, dass du vorschlägst, zu Joseph C. zu gehen? Dem Mann, der jahrelang unsere Familie terrorisiert hat? Aber das war früher. Seitdem hat er uns in Frieden gelassen, Mom. Was immer auch passiert... Und er die Atombomben losgeschickt hat. Wir brauchen Hilfe. Wenn wir keine kriegen, sind wir alle tot. Ein Deal mit New Eden wäre wie ein Deal mit dem Teufel. Einen anderen Deal gibt es nicht. Was sie auch haben, was immer ihr Geheimnis ist, wir brauchen es. Da mein Charakter keine Erfahrung, also da mein jetziger Charakter keine Erfahrung mit ihm hat, bin ich dafür. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Finde heraus, was dieser Joseph hat. Ich kläre die Sache hier. Ja, bestimmt Koks. Ganz viel Koks. Unterbrechung. Kamina. Vor Jahren. Der Mann mit dem Bart? Er hat mir nur Essen gegeben. Wenn er nochmal hierher kommt, sagst du sofort Mom und mir, hast du verstanden? Ich hab Hunger. Ihr habt gesagt, wir müssen nehmen, was wir kriegen. Ja, aber von dem nehmen wir nichts an. Nicht mal Essen. Warum? Weil wir diesen Mann schon vor deiner Geburt kannten. Er hat sehr schlimme Dinge getan. Er hat Dad wehgetan und wollte unserer Familie wehtun. Hey. Wenn du ihn siehst, renn weg, so schnell du kannst. Okay? Und jetzt geh rein, mein Schatz. Sie muss es lernen. Wir nehmen keine Hilfe von Peggys an. Alles klar. Joseph Seed ist back am Start. Teil 2, neue Allianz hin. So. Was sagen meine Vorteilspunkte? 9 Stück. Löcher knacken. Okay. Ausschaden. Ich würde da gerne noch ein bisschen warten, bis ich mich entscheide. Wohl mehr Platz für Erste-Hilfe-Kits. Erste-Hilfe-Kits mehr tragen zu können, ist nie verkehrt. MG. Das Sägelot wäre es tatsächlich eine schwere Waffe? Bin ich tatsächlich hier mal für mehr leichte Munition. Ah, und guck mal, hier, die kann man dann... Es gibt ein paar Fähigkeiten, die man mehrmals upgraden kann. Okay, das ist interessant. So, und wo soll ich jetzt hier hin? Für die Quest der Rino. Schnellreise zu Orten. Klingt auch nicht verkehrt. So. Ah, jetzt habe ich wieder die Karte. Ich wollte gerade schon sagen, wo ist die Karte? Da hinten hin. Das ist eigentlich von hier aus gesehen. Apropos, ich kann mir doch einen Helm reinholen, oder? Pastor. Ah, ich muss sie wiederbeleben, okay.
Aber lebe ich ja mal wieder. Zuweisen, okay. So, und jetzt bei der Karte mache ich eine Schnellreise da hinten hin. Und mache dann von da aus auch diesen Stützpunkt mal kurz. Ja. Go, go, Gadget. Steht hier auch ein Auto rum? Nicht wirklich, da ist eine Werkstatt, da könnte ich mir theoretisch ein Auto holen. Und da ist auch irgendwas. Gerade so, das war easy going. Oh oh. Alter. So. So sammelt man Ressourcen. Und da vorne ist auch noch so ein Plünderer. Der kriegt auch auf die Schnauze von mir jetzt. Dachte schon, es wäre aus. Ja, lass ran schleichen, Alter. Wobei, den Skill habe ich ja noch gar nicht geschaltet. Ich kann ihn gar nicht takedown, ne? Aber Headshotten. Kleinvieh macht auf Mist. Vorratslieferung, wo genau? Kommen die jetzt erst noch, oder? Hier da vorne. Komm, einfach über mir abwerfen. Ist aber echt wirklich recht nah an mir. Hab gehört, du umwirbst Eden. Viel Glück dabei. Räubert mir nicht in den Bienen, Doktor! Ja. Passt schon. Meins. Danke. Aua. Plündern, bla bla bla. Ich höre halt hier irgendwo jemand mit dem Auto rumdüsen. Aber natürlich nicht in meiner Nähe, ne? Oh ja, ich habe keine Munition mehr. Komm schon, hilf mir. Wir machen das zusammen. Ich habe meine eigene Verbündete getötet. Alter, was ist mit der Tierwelt los? Am Arsch. Los. Komm zurück. Und hilf mir. Ja, haut ab! Los, hinterher! Alles klar, gehen wir. Mein Stierbeutel! Bam! Parier das so gut ich kann. Hab ich ihn? Ja, nee. Oh fuck.
Einladung. Bewaffnet und bereit. Los geht's. Steig ein. Los. Okay, wir müssen einen Stier jagen. Oder ein Bulle halt. Bleibt doch jetzt stehen. Bam. Geht doch. Ah, beschädigte Haut. Ja, wow. Wow. Steig's ein? Gut. Und zwar fahren wir jetzt zu dem Stützpunkt da vorne. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. See ya!